Nach dem Action der vergangenen Tage in Sachen Wetter ist jetzt so ein bisschen Ruhe eingekehrt und wir können uns mal so um bunte Themen kümmern, weil ich die Fragen zugeschickt bekam. Erstens, nein, wir haben es mit keiner neuen Luftmassengrenze zu tun. Dieser Screenshot, der mir da zugeschickt wurde, dabei handelt es sich um eine Voraufzeichnung von alten Wetterkarten von gestern, um irgendwie wahrscheinlich Aufmerksamkeit zu bekommen. Und apropos alte Karten, ich habe mir von gestern tatsächlich Wetterkarten abgespeichert. Ich dachte, wow, die sehen ja genial aus. Und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Grüße Sie und grüße euch. Übrigens, genießt noch die letzten Tage der Sommerzeit. Morgen in einer Woche wird umgestellt. Schauen wir mal auf den Polarwirbel in über 32 Kilometer Höhe. Das ist sozusagen der Motor des Winterwetters, der jetzt immer stärker werden wird. Und das sind die Wetterkarten von gestern, die ich abgespeichert hatte für den 5. November. Hier haben wir den Nordpol, hier haben wir Mitteleuropa. Und das, was ihr hier seht, ist die Strömung. Da hätten wir hier ein Polartief und die Strömung würde über Island dann von Nordwesten bis Norden zu uns kommen. Das heißt, da wird es eine Strömungsveränderung geben, mittelfristig. Und wenn wir uns jetzt die kältesten Luftmassen anschauen in den hohen Höhen, dann liegen die von Spitzbergen aus gesehen über Skandinavien bis ins nördliche Mitteleuropa. Und hier spielt dann die Musik. Das war ein Lauf. Und dann haben wir einen weiteren Lauf. Der zeigt im Prinzip dasselbe. Auch hier über Mitteleuropa wieder die nördliche Strömung. Und der Knubbel der kältesten Luftmassen von Spitzbergen über Island, Skandinavien bis Mitteleuropa. Und dann haben wir noch einen Lauf. Das ist der aktuelle. Zeigt ebenfalls im Norden Grönlands das sich drehende Tief. Dann die Strömung auf dem Atlantik, die umbiegt. Bei uns dann ist, und auch hier hätten wir sozusagen die Kälte bei uns liegen. Das heißt, da tut sich etwas. Der Motor des Winterwetters ist ja in über 32 Kilometer Höhe und es heißt, dass das dann in die unteren Stockwerke runtergegeben wird. Das dauert so 1 bis 3 Wochen. Und wenn wir hier alles für den 5. bis 6. November anschauen und wir rechnen 1 bis 3 Wochen drauf, dann heißt das, die Wahrscheinlichkeit einer Nordwest- bis Nordostlage nach Mitte November, kann natürlich schon ein paar Tage früher sein, bis Anfang Dezember ist erhöht. Und die jetzt anhaltende milde Süd- bis Südwestlage, die immer wieder Tiefdruckgebiete gegen die Alpen ballert, die wird zu Ende gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Frühwintereinbruch zumindest mal im höheren Flachland und im Bergland bekommen werden, der mal ein bisschen ruppiger ist, ist damit erhöht. Noch nicht jetzt, nicht im Oktober, nicht Anfang November, aber Mitte November kann das durchaus mal sein. Kommen wir zu einem anderen bunten Thema, das ganz interessant ist, und zwar die Niederschläge des Oktobers. Das ist bisher runtergekommen, etwa 54 Liter auf den Quadratmeter, genau genommen glaube ich sogar 54,54, und es sind 105%. Fast alles im Norden, wenig im Süden. Das ist das, was aktuell gilt. Das ist das, was runterkommen soll in den nächsten Tagen bis zum 31. Oktober. Das entspricht ungefähr Pi mal Daumen 25 Liter und damit 25%. Und den Oktober in Sachen Niederschläge verglichen mit den Vorjahren befinden wir uns momentan da, wohlgemerkt bei 100%. Und am Schluss werden wir wohl mindestens hier sein. Das heißt, wir haben den nassesten Oktober seit 2002. Jetzt kommt das Kuriose. Wurde mir auch zugeschickt, da soll behauptet worden sein, dass Noah für den Oktober ein goldenes Händchen gehabt haben soll. Also da würde ich dann empfehlen, mal die Medikation zu wechseln. Das ist die Prognose von Noah für den Oktober. Er sollte deutlich zu trocken ausfallen, im Alpenraum zu nass. Und wenn wir das jetzt mal direkt nebeneinander legen, das ist so typisch für dieses Modell, im Norden trocken, im Süden nasser und die Realität im Norden nass, im Süden trockener. Da kann man eigentlich nichts weiter zu sagen. Das ist die hochgelobte Vorhersage und das ist die Realität. Schauen wir ganz kurz auf die Ensembles. Einmal für Husum nach dem amerikanischen GFS-Modell. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen. Die Einzelberechnungen, wisst ihr, finden wir in bunt. Unten sind die Niederschlagssignale. Das rappelt so hin und her. Geht da um das langjährige Mittel herum. Interessant ist die Linie, die hier hinten so ganz, ganz langsam nach unten gehen wird und erste Läufe kommen dazu, die Richtung minus 5 Grad in 1500 Meter Höhe gehen, Anfang November. Und 1500 Meter Höhe minus 5 Grad bedeutet auf 500 bis 300 Meter Höhe herab erste Schneefälle.
Das europäische ECMWF-Modell sieht es exakt genauso. Da laufen die Modelle im Gleichklang. Das ganze für Traunstein wurde sich auch gewünscht. Da seht ihr noch dieses Hin und Her. Vorderseitig, tief vorderseitig, also Föhn, tief rückseitig mit Fronten, die durchziehen, vorderseitig, rückseitig. Hinten raus soll sich das so ein bisschen angleichen. Und jedes Mal, wenn es hoch geht, dann ist es trocken. Und wenn es runter geht, wird es nass. Erkennt man hier an den Niederschlagssignalen. Und hinten raus geht es dann nach unten. Und auch hier sind Läufe dabei, die dann in den frühwinterlichen Bereich gehen. Ebenso beim europäischen ECMWF-Modell. Ist eine relativ eindeutige, klare Trendvorhersage. Zu guter Letzt wollen wir auf die Einzelläufe des CFS schauen. Ihr habt eben gesehen, wenn man dieses Mittel anschaut für die Monate, das kannst du völlig in die Tonne kloppen, da kann man gar nichts rauslesen. Aber aus den Einzelläufen, wenn man die sich immer wieder anschaut, kann man zum Beispiel erkennen, welche Wetterlagen sind denn da ungefähr. Man muss noch dazu sagen, das, was wir eben besprochen haben mit dem Polarwirbel in über 32 Kilometer Höhe, ist in den Modellberechnungen nicht mit enthalten. Da kann sich also noch einiges tun. Wir schauen den 1. Dezember an. Von Lauf 1 haben kräftiges Hoch bei uns liegen. Über dem Nordmeer wird ein Kaltluftvorstoß starten. Bei uns wäre es ruhig mit einer Inversionswetterlage. Der nächste Lauf zeigt diesen Kaltluftvorstoß, der dann hier schon Richtung Europa gehen würde, wäre aber noch in milder Luft. Dann gäbe es später Rückseitenwetter, zumindest im höheren Berg- und Alpenvorland gäbe es dann mal vorübergehend Schnee. Der nächste Lauf zeigt wieder ein Hoch über weiten Teilen Mitteleuropas, so am Rande eher Siffwetter, Hochnebel mit Nieselregen zum Beispiel in Küstennähe. Und der letzte Lauf zeigt eine relativ ruhige Wetterlage, kein großer Dampf vom Atlantik, sondern eher eine Sumpflage mit Höhen, Kaltluft direkt über Mitteleuropa und Temperaturen von um die minus 5 Grad. Bei uns um diese Jahreszeit heißt das, dass es da auch mal ohne Wind bis ins Flachland runterschneien kann. Das wäre eine schöne frühwinterliche Adventslage. Soweit der bunte Wettertake. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin.